Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trail Fever hier auf Kante zockt. Ich habe mir eben noch mal ein bisschen so die Map angeguckt. Noch einiges ist hier zu tun. Die Strecke ist ja soweit fertig gebaut. Ich habe mir gedacht, wir gucken hier noch mal rein. Das sieht ja mal ganz schick aus, wenn hier zwei Züge auf einmal fahren. Wir hatten ja am Donnerstag wieder das Live-Let's Play gemacht, Donnerstagabend. Dazu natürlich hier auch wieder die herzliche Einladung dazu ab 20 Uhr hier auf YouTube. Und die Züge hauen ab. Wir passen uns an und gehen mit. Mir ist immer noch ein Dorn im Auge, dass die Fahrgäste von hier darüber laufen müssen. Jetzt habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eben schon was gebaut. Aber ich habe es wieder abgerissen. Ich bin da ja nicht so. Weil wenn, dann bauen wir es natürlich gemeinsam. Ich habe jetzt Live-Let's Play schon dieses hinzugefügt, aber das ist hier für mich ein bisschen groß, da ich auch keine Tram hier habe. Den finde ich auch zu groß. Der reicht eigentlich, ich wollte hier nur den Überlandverkehr auf diese Schiene, ne Schiene ja nicht, auf dieses Busdepot setzen. Und dazu setze ich das Busdepot hier schon mal schön in der Ecke hin. Leider müsste hier der Taido muss hier wieder ausziehen aus seiner Familie, aber da ist er auch gar nicht böse drum, glaube ich. Man kann hier gleich die Fanbusse schön von hier außen reinjoinen. Und hier rüber lassen wir den Stadtverkehr laufen. Das ist eigentlich ganz gut. Dazu muss ich aber erstmal den hier nachher wegreisen. Schwierig. Okay, dazu müssen wir jetzt natürlich den ganzen Linienverkehr umstellen. Oh, guck mal, die gelbe Linie habe ich hier schon rüber geswitcht. Das ist doch gut. Wir wollen natürlich nur die haben, die hier auch ansässig sind. Den Fernbus, ja, da können wir auch drei Fernbuslinien drauf laufen lassen. Und das machen wir auch. Aschaffenburg-Zopp. Aschaffenburg-Zopp. Wir fügen erstmal diese hinzu. Man kann nur einmal kombinieren, ne? Das macht nichts. Das ist auch völlig okay. Dann nehmen wir den Zopf nämlich raus. Dann haben wir Lauscha und Aschaffenburg Zentrum. Aschaffenburg Anbau und so, ne? Wir können die ja nochmal umbenennen. Ich glaube zwar nicht, dass es sich ändert, aber wie war das noch? Fernbus? Ja, nennen wir die Fernbus. Hier drin ändert sich das nicht. Jetzt prüfen wir nochmal, wenn wir diese Haltestelle nochmals hinzufügen, ist es immer noch Anbau. Bringt also nichts. Nein, nein. Nehmen wir so wieder raus. Okay. Dann nehmen wir uns die nächste Fernbuslinie, die Malasch. Natürlich setzen wir hier hinten dran wieder in diese Haltestelle. Nehmen wir unseren Zopf wieder raus. Warum funktioniert das eigentlich da mit der Umbenennung und bei dem nicht? Das ist ein ganz normaler. Ach, naja, vielleicht wisst ihr das ja auch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es so ist. Aufnahme läuft gut, alles klar. Ich habe nur noch mal schnell drüber geguckt, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Oh, hier sind noch die ganzen Busse im Depot. Oh, wollen wir auch noch mal weghauen. Denn wollen wir jetzt noch mal Weiharsch haben. Fügen natürlich auch bei dem diese Haltestelle hinzu. So viele sollten auf einmal nicht kommen, und wenn das so sein sollte, dann können die auch ruhig kurz mal warten, und dann haben sie ihren Zyklus auch wieder drin, ihren Linientakt wieder drin. So wollen wir das nennen. Okay, damit haben wir unsere Fernbuslinien fertig. Aschaffenburg Shuttle entfällt dadurch, aber das machen wir zum Schluss. Die haben wir hier schon mit angeschlossen. Die ist hier schon gar nicht mehr dran. Alter Schwede. Die gucke ich mir auch gleich nochmal an, ob das alles läuft. 3 Minuten Takt, das ist natürlich viel zu viel. Bevor wir das nachher. Eieiei. So. Kaufen schnell einen Bus nochmal hinzu. Ich mag den VHH-Bus so gerne. Deswegen stecken wir gleich nochmal auf eine lange Linie hinzu. Okay, ich bin abgeschwiffen von dem, was ich eigentlich machen wollte.
Aschaffenburg Zopp ist die erste Haltestelle. Da nehmen wir jetzt diese mit hinzu und entfernen die Zopp-Haltestelle. Dann haben wir jetzt noch eine Linie da drauf. Das ist Aschaffenburg Shuttle. Die wird ersatzlos gestrichen. Ja, alle Fahrer. Ja, so. Die wird ersatzlos gestrichen. Gut. Fernbus ist in Ordnung. Hier muss ich jetzt noch gucken. Das lassen wir jetzt ein bisschen so laufen. Somit wäre dieser Zopp über. Endlich. Wie lange habe ich da schon überlegt, was ich da jetzt ändern kann? Will ich wegreisen? Knoten gesperrt. Ja, es ist geschafft. Oh, ein Traum geht in Erfüllung für den Kanter. Ach nö. Ich möchte das Hochrad eigentlich ungern wegreißen. Nein? Alter, ihr Freaks. Nicht schön aus, aber es ist durchaus, ja, sehr schön. Die Fernbusse können hier rüber laufen. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, nicht dass ich mir da, okay, die Fernbusse laufen hier rüber, so wie ich das geplant habe. Die Haltestellen werden von dem mit bedient. Hier ist der Takt runtergegangen auf 150. Das lassen wir immer noch ein bisschen laufen, dass sich das noch ein bisschen einfährt. Okay, Aschaffenburg Bus 2, Aschaffenburg Bus 1. Das ist ein Fernbus, der fährt rein. Ja. Bin ich eigentlich ganz angetan von. Ja, dann habe ich letztens mal den Kommentar gehabt, dass ich mir hier doch eine andere Lok holen sollte. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz eurer Meinung. Die schicken wir ins Depot. Und die werden wir gleich mal ein bisschen ändern. Da kommt jetzt eine neue Lok. Ich freue mich drauf. Auch hier, das wird auch herrlich. Da freue ich mich auch drauf. Und dann könnte ich den Fernbus ja sogar aussetzen lassen, ne? Oder ich nehme anstatt des Fernbusses, wenn ich die Haltestelle... Ne, kann ich auch nicht. Okay, hat sich erledigt. Aber warum bauen die da was hin? Hier standen noch Häuser. Ich wollte hier noch drüber bauen, aber das hat sich jetzt ja auch erledigt. So, ist die Lok jetzt schon? Nee, ist sie noch nicht. Wir helfen jetzt mal ein bisschen nach. Boost. Nass einschalten. Des Weiteren habe ich noch zu erzählen, ich habe mir im Humble Bundle Mini-Metro gekauft. Total cool, das Spiel. Also wer so ein bisschen knifflige Spiele mag, so ein bisschen Herausforderungen, dem kann ich das nur empfehlen. Erstmal wollen wir jetzt die hier verkaufen und als neue Zug nehmen wir die BR212, meine Lieblingslok, die habe ich unten im Keller als Modelleisenbahn. Die fährt 140 anstatt nur 90 Kracherchen, ist zwar ein bisschen teurer, aber hat mehr Zugkraft, mehr PS und dann können wir das auch schaffen, den ganzen Kram vorwärts zu bringen. So, des Weiteren wollte ich nochmal die Waggons durchgucken, die finde ich ja nicht ganz so schön. Ich habe mir hier ein paar neue gekauft. Was heißt ein paar neue gekauft? Ich habe mir ein paar Mods hinzugeholt. Hier ist auch noch ein Schüttgutwaggon, der fährt nur 100. Die fahren 120, ich glaube die wir jetzt haben, das müssten die sein, die fahren auch 120. Die schaffen jetzt nicht viel mehr, kosten auch nicht viel mehr. Aber ich finde das ein bisschen hübscher. Wir werden die jetzt einfach mal verkaufen. Und werden einen bunten Waggonmix kaufen. Ja, ich weiß, das ist alles Kohle, aber das kann man nämlich noch ändern. Eisenerz ist am Ende. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Gut, den schicken wir gleich mal wieder auf Güterzug Erzkohle.
sieht schon herrlich aus. Das sieht schon sehr gut aus. Und den anderen holen wir uns nämlich auch gleich noch von der Schiene. So, das sieht doch gut aus. Klein, schnuggelig. Ich hatte mir auch noch andere Mods hinzugeholt, aber ich glaube, die sind erst später verfügbar. Halt. Nicht, die soll es nicht. Das gibt's aber nicht. Hier wird aufgeladen. Kannst du gleich mitnehmen, die 7 Kohlen. Der freut schon wieder ab. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das gibt's aber gar nicht. Das ist eine Dreistigkeit. Ich meine, der ist jetzt nicht ganz so hübsch. Aber ansonsten, jetzt so hier. Für Kohle könnte man gut die hier nehmen. Und für Eisen die hier. Oder man macht einfach ein buntes Potpourri, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und hier sogar Schweizer Zucker mit drin, oder was ist das? Ich habe jetzt fast, wo er vorbeigefahren ist, habe ich fast gelesen, Schweizer Zucker. Aber es ist ja kein Schweizer Zucker. Ui. Fernbusse, wo bleibt ihr? Ist hier immer noch Stau? Nö, ist kein Stau. Oh, die Brücke sieht ja echt doof aus. Oh, wer hat denn das gebaut? Das kann ja nur Kante gewesen sein. Ich sehe schon, ich muss nochmal in die Fernbusse investieren. Ah, so ist das. Ich finde das schöner, wenn die Züge hier nachher vorbeifahren und hier ein bisschen mehr Leben in der Bude ist. Okay. Ich würde auch sagen, die Fernbusse ersetzen wir mal. Denn auch die sind schon ein bisschen was älter, die Mercedes hier. Den Schnellbus finde ich ganz gut. Die Farbe ist zwar grotten, wie Sau, grotten hässlich. Guck mal, der fährt 90. Das ist doch gut. Dann nehmen wir unseren, MAN-Bus. Ich hoffe jetzt nicht, dass gerade jetzt nächstes Jahr neue Busse rauskommen. Und zwar, hier haben wir einen von den Fernbussen schon. Dann nehmen wir Voyage gleich. Dann nehmen wir gleich Voyage. Halt, Pause. Dann nehmen wir den nämlich gleich raus. Und setzen den gleich im Fernbus Voyage. Gut. Dann können wir den nämlich gleich ab ins Depot schicken. Die 4 Fahrgäste sind jetzt nicht ganz so wichtig. Die können auch da aussteigen. Können noch mal ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Und sich noch ein bisschen beschäftigen. Gut. Dann schicken wir, ich würde sagen, auf jede Fernbuslinie schicken wir jetzt einfach einen drauf. Da sind wir jetzt eiskalt. Voyage haben wir fertig. Malasch schicken wir noch einen drauf. Und Aschlausch. Hier kommt Aschaffenburg Bus 2. Aschaffenburg Bus 1 voll. Sehr gut. Und hier alle hin. In alle Richtungen gut verteilt. Also für die Fernbusse, für die Fernzüge würde ich jetzt auch sagen, dass wir einfach noch einen Zug dazu kaufen und erstmal die da mitfahren lassen. Dass wir einfach hier eine Regionalstrecke machen, dass wir die erstmal hauptsächlich einfach mit anbinden, dass die mitkommen. So, das ist schon mal gut. Wir werden jetzt nach und nach die Busse hinzufügen. Fernbus Weiasch. Ich meine, das wäre jetzt natürlich erstmal den Zopf hier vollballern, ist natürlich. Ja, ist halt so. Ist nicht so wild. Die 9 Leute lassen wir durchaus noch aussteigen und die können dann noch ein bisschen lupen. (3, 2, 1, 0). Ab ins Depot. Und die können dann hier umsteigen zur Bahn oder halt auch umsteigen in den Bus in sämtliche Richtungen. Ich verstehe auch nicht, wie man so eine Straße hier bauen kann. Man kann hier so viele Gebäude hinsetzen und die bauen hier so eine mistige Straße hin. Oh, Fußballplatz kostet mal eben 2 Millionen abzureißen. Kann ich verstehen. Ja. Herr Busfahrer, wir fahren aber nicht mit offenen Türen, ne? Das geht ja wohl überhaupt nicht. Aber sehr dekorativ. Sehr gut. Gleich verkaufen. Oh, den zweiten Zug wollten wir noch ändern. Wo ist der zweite Zug? Ah, da ist er schon. Gut, ab ins Depot. Auch der kriegt eine neue Zug.
Wie sind die vom Takt hier, die Züge? 5 Minuten. Könnten wir noch einen draufschmeißen? 4, 4. Wir nehmen noch einen drauf. Wir nehmen noch einen dazu. Die machen sehr gut Plus. Und je besser der Takt, desto mehr Fahrgäste steigen vom PKW auf den Zug um. Das habe ich sehr gut erklärt, oder? Okay, wir sind Fladungen. Von Fladungen fahren wir nochmal nach Aschaffenburg und weiter nach Lauscha. Boah, das ist doch traumhaft. Das Einzige, was ein bisschen bremst, ist dieser einzelne Tunnel. Finde ich aber jetzt nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir könnten es ändern. Klar könnten wir es ändern. Oh, Tunnel habe ich auch noch neue Mods gekriegt. Hat der Taido wieder sich rangesetzt und hat mir noch ein paar Mods rausgesucht. Dafür auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Wenn ihr auch irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde mal sehen, vielleicht setze ich das um. Einige Mods gefallen mir persönlich auch nicht, die werde ich dann natürlich nicht mit reinnehmen. Weil ich kann nur was vertreten, was mir Spaß macht und was mir selber gefällt. Oh, ein bisschen hübsch machen. Nicht, dass sich da noch ein Kind dran verletzt, ne? So, und hier habe ich auch gesehen, gibt es auch Rock und Misk. Okay. Ach, ist ja gar nicht Nordic DLC. Genau. Das Nordic DLC kommt ja an einem anderen Zeitpunkt wieder. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo habe ich denn jetzt ein Depot gebaut? Hier habe ich das ja abgerissen. Oh, hier ist aber einiges los. Hatte ich jetzt hier hinten noch ein Depot? Ja, da ist der gerade eingefahren. Okay, wir machen mal eben schnell Pause, dann kann ich das nämlich gleich hier losschicken, das Gerät. Dann nehmen wir ein Depot. Mittleres Depot. Mittleres Depot ist doch schön. Ach, das muss ich direkt an der Bahn ranpflanzen. Jo, alles klar. Wo setzen wir das denn jetzt mal hin? Wir könnten das ja mal so ein bisschen exklusiv machen. Oh, da wird der Bauer wieder böse sein bei mir. Ja, wir können ja versuchen, das eine Feld zumindest stehen zu lassen. Hat nicht geklappt. Oh, oh, oh. Dass die Züge so ein bisschen Anreiseverkehr haben, sozusagen. Das habe ich bei einem anderen gesehen, das fand ich sehr gut und das möchte ich auch für mich mal umsetzen. Und hier könnte man natürlich auch durchaus nochmal sagen, die, die im Depot arbeiten, die wollen natürlich auch mal zur Arbeit kommen. Ich habe leider keine Parkplätze. Aber ich würde jetzt sagen, die Anreise kann man jetzt auch hier sehr gut machen. Hier ist ein schönes Depot. Züge. Triebwagen. Warte mal, wir hatten, glaube ich, neue Doppelstockwagen, hatte ich auch noch gekriegt. Die dunkelgrünen. Passen die mit denen zusammen? Kann man durchaus nehmen, oder? Ah, nee, komm, wir machen eine Linie. Und dann nehmen wir dieselben dazu, bitte. Front. Dann nehmen wir eine erste Klasse. Eine erste Klasse. Zwei zweite Klassen. Und dann machen wir einfach mal, weil wir es aus Spaß und der Freude nehmen wir einfach nochmal an. Oder? Ja, bin ich ganz klar dafür. Den schicken wir gleich mit auf die Linie. Ah, okay, elektrisch habe ich vergessen.
hier noch irgendwas an elektrisch vergessen? Nein. Da steht schon der erste Fahrgast erwartet auf uns. Yay. Okay, dann schicken wir ihn jetzt nochmal. Oh, der ist auch im Depot, hier. Okay, dieses Mal, diese Folge steht so ein bisschen im Scheinwerferlicht des Zugverkehrs. So, dann wollen wir hier natürlich auch nochmal beigehen. Jetzt machen wir noch ein weiteres Mal Pause. Verhögern wir alles. Kaufen neue Züge. Auch da werden wir jetzt den BR fahren lassen. Und als Wagen fangen wir diesmal mit denen an. Machen ein bisschen Durchmischung. So. Ersten drei sind wieder Kohle. Ne, können wir diesmal ja anders machen, genau. Immer mal was anderes machen. Ne? Dann nehmen wir die vorderen drei als Eisenerz. Sehr gut. Und schicken ihn auf die Güterzuglinie. Den behalten wir ein bisschen im Auge. Der fährt los, alles klar. Mal gucken. Alles klar, das läuft. Da werden wir natürlich, damit die hier aus dem Depot nicht irgendwie den anderen Verkehr blockieren, werden wir hier ein Haltesignal machen. Und damit die rauskommen aus dem Ganzen, müsste das von der Länge her ja hinkommen. Auch hier zwischen machen wir nochmal einmal Depots wie Sau. Boah, was ist hier denn? 81, Wahnsinn. Stimmt, ich wollte gleich noch weiter. Oder andere ist schon unterwegs. Sehr gut. Sehr gut. Hat zwar nicht so viel Kapazität, sieht aber durchaus ein bisschen stylischer aus. Du wolltest eigentlich getauscht werden von mir. Oh, komm, noch mehr. Nochmal 3 MAN kaufen. Oh, mal gucken, welcher kommt als nächstes. Der fährt weg, der fährt weg. Keine Ahnung. Schicke ich auf jede Linie auf jeden Fall nochmal einen drauf. Mal wieder. Fernbus. Arschlausch. Fernbus Malasch und Fernbus Weiersch. So, dann haben wir auf jeden Fall wieder auf jeder Linie einen drauf. Dann muss ich mir die Busse jetzt langsam so ein bisschen rauspicken. Den lasse ich hier nochmal stehen. Das Zugdepot ist auch in Ordnung. Kommen die drei Fernbusse. Jetzt muss ich hier so ein bisschen drauf achten. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich den ganzen Kram hier durchgewühlt habe. Aber es müsste trotzdem passen. Na, wie viel haben wir mit? Volle Hütte. 68 von 68. Jetzt muss der natürlich schon warten. Der nächste müsste jetzt hier auch gleich auftauchen. Da, der müsste auch gleich warten. Er wartet bestimmt auch auf freie Gleise, genau. Was? 59 hat er schon mit? Krass. Hat er bestimmt schon angefangen einzuladen. Und der wartet jetzt da an der Weiche. Und alles wartet nur auf den Einzug, ja. Aber das ist eigentlich schon wieder ganz gut. Dann haben wir so ein bisschen weiter die Takte. So ein bisschen im Griff. Das ist halt so. Wir haben halt da nur Zeit, Geld gehabt für einen Tunnel und das ist denn jetzt auch so. So, der macht frei das Gleis, dann fährt der natürlich durch. Und dann können wir mal gucken, was der hier auslädt und einlädt. Wir haben ja noch 61 Personen hier, die mitwollen. Hier haben wir schon den Gütervogel, den Güterzug. 2 Eisenerz, 0 Kohle. Ja gut, da ist wieder Kohle durchgefahren, bestimmt. Ja, da jetzt drin. Oh, das schafft er weg. Die wollen in die andere Richtung? Ach so, das ist ja mit... Ja, alles klar, mit Bus zusammen.
werden direkt aus dem Bahnhof hier hingeportet. Das ist ja krass. Oder müssen die noch im Bahnhof reinlaufen? Nee. Ich glaube, die sind direkt hingeportet. Aber das ist gut. Guck mal, der muss jetzt hier noch warten. Auf freie Wege. Der Zug ist auch immer noch voll. Nö, ist nicht voll. Aber in die andere Richtung wollen ja auch welche mit. Gut, jetzt fährt der durch. Dann fährt er schon zum nächsten. Das ist gut so. Das ist gut so, wie es ist. Wie viel hat er denn jetzt mit? 64. Sind die echt so viele gewesen? Oder nehmen die von da aus noch welche wieder mit? Muss ich nochmal den Linienfahrplan reinnehmen. 5 Minuten, das passt. Die machen natürlich Hölle miese. Aschaffenburg, Fladung, Rötting, Fladung, Aschaffenburg, Lauscher, Aschaffenburg. Das müsste soweit aber passen. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Fernbusverkehr außer Acht gelassen. Halt, Pause. Wir wollen natürlich die alten Fernbusse, sehr gut, runterkriegen von den Linien. Da gucke ich nochmal schnell rein. Was haben wir da? Oh, hier haben wir ja richtig unterwegs. Aber der hat auch nur einen mit, der fährt nach Malchow. Also der ist in Aschaffenburg gewesen. Aschaffenburg. Der fährt nach Aschaffenburg, den können wir schon mal rausnehmen. Und der fährt nach Malchow, auch leer. Okay. Ach komm, den nehmen wir auch raus. Da noch einen drin, okay. Lassen wir noch mal gucken eine Runde. Das ist voll. Boah, was ist denn da los? Alle Stadt auswärts. Welche Linie ist das? 1? Aschaffenburg Bus 1. Haben wir hier auch so viel? Nee. Das ist auch eine Zuglinie. Oh, da kommt noch einer. Da ist noch einer. Gut, die müssen wir auf jeden Fall erstmal abladen lassen. Fahrgäste wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und auch die Kohlen, die dabei rauskommen. Und ab ins Depot. Auch der fährt wieder mit offenen Türen ins Depot. Uiuiui, hier ist ja richtig was los, ne? Ja? 80, jetzt haben wir eine gute Taktung. Wo sind überhaupt die Züge? Da kommt einer durch, ja voll. Da fährt einer, ja, der entgegen. Das ist sehr, sehr gut. So, da hinten kommt der Zug. Den krallen wir uns mal. 68 von 68. Ich glaube, ich hätte doch noch mal einen Waggon ranhängen sollen. Viel ausgegeben haben wir ja nicht. Wir haben 20 Millionen. Zu Anfang der Folge hatten wir gerade mal 18 Millionen, haben ausgegeben und sind jetzt bei 20 Millionen. Das ist alles ganz gut. Oh, da sogar alle mitgekriegt. Alle anderen wollen in die andere Richtung. 65 wollen in die andere. Was ist das denn? Wie viele sind hier jetzt? 28. Das gucken wir uns jetzt noch an. Hier kommen die ja scharenweise angelaufen. Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen florierenden Fußgängerverkehr, wollte ich gerade sagen, Personenverkehr hier gehabt. Also auf 204. Aber die Kohlen werden nicht mehr, ne? Also die fährt auch noch hin. Was sagt er hier? Versuchen Sie, mir Eisenersatz zu liefern. Also so wirklich funktioniert das bei mir noch nicht. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die müssten ja eigentlich die Produktion hochschrauben. Das hatte ich ja wiederum gehofft. Jetzt könnten wir natürlich anfangen, von hier abzufahren. Bin ich aber auch nicht so der Freund von. So, was hat er hier jetzt wieder mitgenommen?
Wo ist denn der? Da hinten ist er schon. 40. Okay. Oh yeah. Einheitswagen. Und? Den HV sieht so aus. Da steht auch schon wieder ein Zug drin. 91 Leute warten. Wunderbar. Ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer wieder an. Die nächste Folge ist jetzt, also es wird jetzt ein bisschen anders laufen. Wir werden jetzt 3 Folgen die Woche Train Fever machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Auch das Live-Let's Play kommt sehr gut an. Wir sind teilweise 6 bis 10 Zuschauer. Das ist eine ganz gigantische Sache. Schaut selber mal rein. Am Donnerstagabend um 20 Uhr. Hier direkt live auf YouTube. Wird direkt hochgeladen, dieser Livestream. Und ich schneide den und dann wird das released am nächsten Dienstag. Dienstags wird das Live-Let's Play von Donnerstag released. Und donnerstags und sonntags kommt eine weitere Train Fever Let's Play Folge von dieser Welt hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Wenn ihr Ideen habt zur Verbesserung, teilt mir es mit in den Kommentaren. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und schaut natürlich zur nächsten Folge und in die anderen Projekte rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.